Grüß euch, Paraguay Live, wir sind hier wieder auf einer anderen Baustelle im Raum Biribebui. Also bleibt dran, es geht um Hausbau. So, da könnt ihr sehen, direkt ein freistehendes, individuell geplantes Haus. So, das wird so wie kleiner Palast aussehen, so mit 4 Kolumnen, die nachher auch verputzt werden. Also sieht einfach klasse aus. So, hier wird die überdachte Terrasse sein, also wirklich riesen. Groß und sehr gut geplant, unter einem Arbol, also Arbol unter einem Baum, und man sieht das perfekt. So wie immer gegen die Sonne, so, da kann man auch noch die Größe des Hauses sehen, also da sind 11 Meter praktisch in der Breite, mal fast 14 Meter in der Länge. Da sieht man ja so die große Terrasse. Ja, das ist also wirklich wie so vor 100 Jahren im kolonialen Stil. Also ich kann mir diese Terrasse als wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem, es gibt Platz genug. So, wie gesagt, die Kolumnen. Holz verarbeitet. Und hier unter dem Baum hat man ja direkt schon den nötigen Schatten. So, da sieht man die andere Seite. Das Haus wird verputzt. Also hier rechts sieht man die große Terrasse, die vorbereitet wird. Und da das Grundstück also wirklich hergab, haben wir im Prinzip individuell mit dem Kunden das Haus vorgeplant. Also wie gesagt, es sind knappe 14 Meter auf 11 Meter Breite, also wirklich großes Haus mit einem Wohn-Essbereich, was wirklich sehr, sehr groß ist, inklusive der Terrasse. Das ist schön einkomponiert. Wie gesagt, dahinter Pferdestall. Und hier mit dem alten Baumbestand. So, also schon am frühen Morgen knallt die Sonne. Von daher, falls ihr Interesse habt an solchen schönen individuell geplanten Häuser inklusive Grundstück, einfach unten die Anfragen an mich senden. Ich stehe euch immer gerne zur Verfügung. Wir werden immer die Baustellen verfolgen, sodass ihr sicher auf unserem Kanal immer die Videos verfolgen könnt. Ja, also bis dahin, Likes nach oben, bleibt gesund. Und wir sehen uns sicherlich in Paraguay im Falle von Fragen. Einfach anrufen per WhatsApp, Telegram oder anschreiben. Sämtliche Kontaktdaten gebe ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Macht's gut. Ciao, ciao.